Winkelhofer noch einmal. Pfeifenberger, Winkelhofer. Noch kein Schlusspfiff und noch einmal die Chance. Nein, da ist er jetzt. Da ist der Schlusspfiff. Die Salzburger haben dieses Spiel mit 0:1 verloren, aber sie haben sicherlich neue Freunde und weitere Anerkennung gewonnen. Nach einer starken Leistung mit nur 10 Mann über lange Zeit in diesem Spiel, nachdem Hütter ausgeschlossen worden war, mit der gelb-roten Karte nach einer sicherlich umstrittenen Entscheidung des portugiesischen Schiedsrichters Coroado und nach dem Tor, das in der 30. Minute durch Illy gefallen ist. Peter Hartner, Sie trauern jetzt mit der Mannschaft? Ja, auf jeden Fall, denn wenn man so gut spielt und ausscheidet, das schmerzt immer. Aber ich glaube, dass das Spiel in einer Minute entschieden worden ist, wie wir das Tor bekommen haben und das Ausschluss von Adi Hütter. Aber wir werden natürlich alles daran setzen, dass wir wieder Meister werden und wir hoffen natürlich, dass wir nächstes Jahr dann wieder in der Champions League sind. Der Mannschaft ist auf jeden Fall zuzutrauen. Ich bin überzeugt, dass der Präsident, die Clubführung alle zusammenhalten werden, dass es nächstes Jahr dann klappen wird. So, danke vielmals und wir verabschieden uns damit aus Bukarest. Interviews werden wir Ihnen später nachlegen. Da werden wir schauen, ob es klappt mit dem Osten.